Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Mulia, Mulia Resort and Villas. Als ich diesen Namen gelesen habe, habe ich gedacht, was kann das bloß sein? Also Mulis können es nicht sein und Esel können es nicht sein. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich mir die Frau Landschneider holen, die mir das erklärt. Frau Landschneider, Muli, Muli, Resort. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also Resort heißt ja schon ein bisschen Villen und Hotel etc. Aber wo liegen die? Liegen die gleich, wenn ich von Berlin rauskomme, links oder rechts? Nein, leider nicht. Das Hotel befindet sich auf Bali. Oh. Was ja wiederum auch was Tolles ist. Bali, ja, das hört sich gut an. Dabei, kann ich gleich buchen oder muss ich noch ein bisschen warten? Sie können gleich buchen, jederzeit, gerne. Dann erzählen Sie uns ein bisschen was. Sie waren ja bestimmt schon da. Ich war schon da. Also The Mulia Mulia Resort und Villas befindet sich, wie gesagt, auf Bali. Nusa Dua, an einem wunderschönen Strand, 1 Kilometer lang, wirklich nur für das Hotel. Super Ausgangslage auch um Bali zu entdecken. Wunderschönes Haus. Also eigentlich sind sogar 3 Häuser, das Mulia Resort. Perfekt geeignet für Familien. The Mulia, bisschen Boutique-Hotel-Konzept, auch ein Leading Hotel of the World, direkt am Strand mit Butler-Service. Und dann gibt es noch die Mulia Villen, die wie Reisterrassen angeordnet sind, mit Meeresblick und auch was ganz Feines. Also sie strahlen, das muss ja, ja wirklich traum- ja. Muss ja traumhaft schön sein. Ja. Was muss denn Otto Normalverbraucher, wenn er sagt, oh, jetzt habe ich das gehört, da will ich gerne hin, was muss er denn anlegen? Circa. Also insbesondere das Mulia Resort ist erschwinglich. Das gibt es, wenn Sie es einzeln buchen, ab $250 pro Nacht. Es gibt auch immer Specials mit 2 für 3, 3 für 2. Und kann auch gebucht werden pauschal über die üblichen Pauschalreiseanbieter. Und dann ist es mit Flug auch nochmal günstiger. Also ich würde sagen, durchaus erschwinglich. Aber der Unterschied, das heißt, also bei den Villas muss ich mich da selber versorgen oder kommt morgens auch das Brötchen mir ins Haus geflogen? Selber versorgen müssen Sie sich nicht. Sie haben auch bei den Villen einen Butler dabei und generell haben Sie auch bei den Villen noch ein Restaurant, das nur von den Villenbesuchern genutzt werden kann, wo es Frühstück gibt, Lunch, Abendessen, alles. Also keine Sorge. Rahmenprogramm drumherum, das heißt Landausflüge, Sehenswürdigkeiten, kann ich alles vom Hotel aus buchen? So ist es. Genau. Wie muss ich denn fliegen, wenn ich sage, okay, wir Berliner wollen da jetzt hin? Wer fliegt denn überhaupt dahin? Singapore Airlines fliegt zum Beispiel über Singapur, Qatar Airways fliegt über Doha. Also alle gängigen Airlines, die in die Richtung fliegen. Der Flug dauert zwar ein bisschen, aber es lohnt sich. Das sind so ungefähr so 10 Stunden, ne? Länger, also mit Zwischenstopps. Eher um die 20. Um die 20? Ja. Habe ich mich so vertan, weil ich so dicht ich bei... Ich fürchte, ja. Ach, gut. Ich habe wieder in der Schule wieder nicht aufgepasst. Mann, das geht aber gar nicht. Nein, aber sag mal, wenn ich mir jetzt das mal im Internet anschaue, auf welche Seite muss ich denn ganz schnell gehen? Das ist www.themulia.com/de, wenn Sie es auch noch auf Deutsch haben wollen. Genau, das ist super. Frau Landschneider, aber jetzt meine Frage. Ich bin jetzt auf Bali... mit was kann ich bezahlen oder welche Währung gibt es da? Das ist immer für die Hörer ganz wichtig, dass sie sagen, ja, was muss ich denn mitnehmen? Muss ich jetzt Euro-Scheck mitnehmen oder nur meine Visa-Card oder wie ist die Landeswährung oder wie steht sie zum Euro? Also die Landeswährung ist die indonesische Rupie. Sie können aber auch Euro oder Dollars mitnehmen, wechseln, können auch mit Ihrer Kreditkarte Geld abheben, das ist alles überhaupt kein Problem. Und tauschen können Sie auch sofort im Hotel. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt angekommen, habe großen Hunger, es gibt ja ein bisschen was anderes zu essen. Also wir werden da nicht so was Hessisches und was Berlinerisches haben, sondern es gibt ja wahrscheinlich Reis. Aber was würden Sie denn, Sie waren ja schon da, wo würden Sie sagen, ey, das müsst ihr unbedingt mal probieren, das schmeckt so super. Also ich würde sowieso sagen, Sie sollten im Hotel auf jeden Fall essen. Die haben nämlich hervorragende Restaurants, da gibt es alles. Also von balinesischer Küche über japanische, chinesische, aber auch mediterrane Küche. Also wenn Sie es dann gern ein bisschen vertrauter haben. Auf hohem Niveau, aber hervorragend. Und ansonsten typisch balinesisch Nasi Goreng, wie Sie schon sagten, Reis. Teilweise etwas scharf, sehr, sehr lecker, auf jeden Fall zu empfehlen. Saté-Spieße gibt es in allen möglichen Varianten. Scharfe Soßen, das Essen ist richtig lecker. Wunderbar, guten Appetit, ich fange jetzt schon an. Ja, jetzt möchte ich mich aber ein bisschen betätigen. Das heißt, ich habe jetzt gut gegessen und was kann ich denn alles Schönes tun?
Wasserski laufen, tauchen, Radfahren. Im Hotel selbst haben sie das tolle Mulia Spa, wo sie natürlich wunderbar relaxen können. Sie können Kajak fahren, sie können Stand-Up-Paddling machen im Hotel. Es gibt ein super modernes Fitnessstudio, es gibt Yoga-Stunden. Es gibt indonesische, balinesische Tanzvorführungen. Also im Hotel sind sie schon mal gut versorgt. Und dann natürlich, wenn es um außerhalb geht, Tauchen ist ganz groß auf Bali. Da gibt es wunderbare Tauchgebiete. Und Bali selbst bietet unendlich viel zum Entdecken. Also ich spiele so ein bisschen Golf. Gibt es auch einen Golfplatz? Auf Bali gibt es auch Golfplätze, ja. Das ist ja ganz wichtig, weil der Golfer fragt immer, wenn er jetzt da hinfahren soll, ja. Wenn ich das jemandem empfehle, sagt er, okay, Kultur ist wunderschön, aber ich würde noch ein bisschen Golf spielen. Der eine oder andere von beiden Ehepartner sagen, nein, ich bin jetzt am Strand, spiel du mal eine Runde Golf. Aber das muss ja trotzdem traumhaft sein, weil auch das Klima stimmt. Wann ist die beste Jahreszeit, wenn ich da hinfahren muss? Tatsächlich auch in unserem Sommer. Also anders als bei vielen anderen asiatischen Reisezielen geht es jetzt im April gerade wieder los und dann ist es ideal bis Ende Oktober. Wobei auch die restliche Jahreszeit okay ist. Es regnet nur häufiger, aber dann auch immer nur mal kurz und heftig. Aber die restliche Zeit ist dann meistens dennoch schön. Zu August würde auch gehen. August wäre perfekt. Also ich frage jetzt deswegen, weil ich habe im August Geburtstag. Könnte ja sein, dass mir jemand die Reise schenkt. Na sehen Sie mal. Ich will ja keinen anschauen. Vielen Dank, Frau Landstein. Ebenso, vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich für die vielen Informationen. Und zum Schluss sagen wir nochmal die Internetseite, damit Sie es auch wirklich finden. Das war www.themulia.com/de. Also denken Sie an ein Eselchen oder einen Esel und dann fällt Ihnen der Name garantiert wieder ein, auch wenn Sie ihn vergessen sollen. Aber dann gehen Sie einfach rein, schauen Sie es an und vielleicht ist der nächste Urlaub für Sie, wo Sie sagen, okay, 2 Wochen nach Bali zum Mulia Resort und ja, vielleicht sehen wir uns da. Also. Vielleicht bin ich gerade da, weil ich ja ein Geburtstagsgeschenk bekommen habe. Alles klar, dann bedanke ich mich und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne ITB und toi toi toi. Und viele, viele Gäste im Mulia Resort. Danke. Vielen Dank. Danke.